Hallo Leutchen, heute das Thema Transport-Logistikmesse München. Tja, wie ihr seht, ich bin komplett frisch von meinem Urlaub zurückgekommen aus München. Und dort war ich also mit meiner Familie, wie gesagt, im Urlaub ein wenig und habe noch ein paar Sachen geschäftlich erledigt. Wie viele schon bei Facebook und Instagram mitbekommen haben, habe ich endlich jetzt meine EU-Lizenz für meine deutsche Firma. Und ja, deswegen und weil mich auch ein paar von euch schon angeschrieben haben, nehme ich heute das Thema Transport- und Logistikmesse in München. Die findet ja jetzt am 9.5. bis zum 12.5. statt. Das ist, wenn ich mich nicht irre, von Dienstag bis Freitag. Und viele haben mich gefragt, ob ich da sein werde. Und ja, also ich habe schon eigentlich alles gebucht, auch das Zimmer und alles. Es kann bei mir immer was dazwischen kommen, aber ich denke zu 99%, dass ich da sein werde, und zwar am 11. und am 12.5. Und ja, warum finde ich diese Messe sehr wichtig? Also, tut mir leid, ich habe eine Allergie, wie immer. Ich finde diese Messe sehr wichtig. Also viele denken, vor allem Fahrer, also die noch nicht selbstständig sind, denken, dass in der LKW-Branche oder in der Transportbranche die Nutzfahrzeugmesse sehr interessant oder sehr wichtig ist. Also die in Hannover, wo ich ja auch war, wo ich auch ein Video gemacht habe drüber. Das ist aber nicht der Fall. Ich würde mal sagen, die ist nicht so wichtig. Und zwar, da geht es mehr um die LKWs, um ja, was gibt's Neues auf dem Markt und hin und her. Das ist natürlich auch eine interessante Messe, vor allem auch für Fahrer. Aber die Transportlogistikmesse in München, das ist halt eine Messe, wo man einfach die Kontakte, Geschäftsbeziehungen und ja, neue Auftraggeber sucht und findet. Und deshalb finde ich, wenn du ein angehender Transportunternehmer bist oder schon ein Transportunternehmen hast, denke ich, die Messe ist sehr, sehr wichtig, um neue Kontakte zu knüpfen. Ich habe mir natürlich das Ganze schon ein bisschen angeschaut, auch was da für Aussteller sein werden. Und ich habe da für mich persönlich jetzt vieles Interessantes gefunden. Und zwar gibt es da verschiedene Tankkartenbetreiber. Das heißt, man kann da mit verschiedenen Tankkartenbetreibern über die Preise reden, über die Konditionen, was man genau alles braucht. Gibt verschiedene Softwarebetreiber, also Software für Speditionen, Logistik und auch für Fuhrparkmanagement und so. Verschiedene Online-Plattformen wie Timocom, Map & Guide und ähnliche, also Frachtenbörsen interessante Online-Plattformen. Und dann das Wichtigste, das sind die Speditionen. Ich habe da ein paar interessante Speditionen gesehen. Ich habe auch ein paar Speditionen gesehen, die man besser meiden sollte. Deshalb finde ich, das ist sehr wichtig, diese Messe ist sehr wichtig für jemanden, der wirklich, ich muss gleich dazu sagen, ich bekomme von denen, von der Transportlogistikmesse München gar nichts. Also es ist nicht jetzt, dass ich für die hier Werbung mache, dass ich irgendwie, ich habe nicht mal einen freien Eintritt, also ich zahle ganz normal dort den Eintritt. Und ich bekomme jetzt auch nichts hier, um irgendwie Werbung zu machen. Das ist wirklich jetzt meine offene Meinung. Ich finde die Messe, wie gesagt, sehr interessant, gerade weil, wenn man schon ein Transportunternehmen hat oder eins starten will, kann man da einfach sehr viele Kontakte knüpfen, sehr interessante Sachen sehen, Ideen hören, man kann
vielleicht sogar Preise mit Auftraggebern. Also das ist jetzt nicht gut für direkte Kontakte, weil wenn jemand Kühltransporte machen will, dann sollte er eventuell auf eine Obst- und Gemüsemesse oder was auch immer gehen und dann direkt mit den mit der Industrie und Handel, also mit Industrie und Handel praktisch den Transport und alles vereinbaren. Aber ich habe ja gesagt, ich finde das persönlich mit einem LKW besser, wenn man eine Spedition hat, die das für einen macht. Also wenn man die Logistik und die Spedition und Logistik und das Ganze wirklich den Profis überlässt und sich auf das konzentriert, was man selber am besten kann, und das ist das Fahren. Und deshalb finde ich diese Messe viel wichtiger, viel besser, weil man einfach da eine Spedition finden kann, für die man anfangen kann und einfach in dieses Transportgeschäft einsteigen kann. Wie gesagt, man kann auch da über die Preise von Sprit, Toll Collect habe ich gesehen, die haben auch einen Stand. Also ich denke, man kann viele interessante, die Fähranbieter, also die zwei für mich interessantesten, zum Beispiel, weil ich ja viel England fahre, sie sind auch dort. Und ja, wie gesagt, deshalb finde ich diese Messe sehr interessant. Jetzt, ich habe sehr viele Anfragen, oder ja, sehr viel, ich sage immer sehr viel, so viel sind es natürlich nicht, das sind 4-5 Anfragen gewesen. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich auch bei der Messe bin und ob man sich eventuell treffen kann. Und ja, deswegen habe ich auch dieses Video jetzt gemacht. Und zwar habe ich vor, hier jetzt eine Umfrage zu starten. Also ihr werdet jetzt hier oben dieses i-Symbol eingeblendet haben. Da könnt ihr draufdrücken. Und dann kommt ihr zu der Umfrage. Und zwar werdet ihr 5 verschiedene Punkte haben, die ihr anklicken könnt. Ich muss jetzt ablesen. Der erste Punkt wird sein, ja, ich werde sicher kommen und bin an einem Treffen interessiert. Der zweite Punkt ist, ich werde sicher kommen, aber keine Zeit für ein Treffen. Also ob keine Zeit oder keine Lust. Das dritte ist, ich werde auf jeden Fall versuchen zu kommen. Also das ist, wenn jemand wirklich vorhat, da hinzugehen, aber noch nicht weiß, wie er es mit der Arbeit oder wie auch immer schafft. Dann das vierte, ich muss noch schauen, also wer es am Überlegen ist oder wer vielleicht erst jetzt von der Messe erfahren hat. Und das fünfte, ich werde definitiv nicht kommen, also ich werde nicht auf die Messe kommen. Warum starte ich diese Umfrage? Erstmal interessiert mich jetzt wirklich, wie viele von meinen Fans, sagen wir mal, die mich auch hier fleißig verfolgen, wirklich da sein werden, also die wirklich sicher da sein werden. Und dann das Zweite ist halt, mich interessiert, wie viele von diesen Fans haben wirklich Interesse, dass wir uns treffen. Also nicht jetzt irgendwie auf der Messe, hallo, ich bin der und der, ich habe deine Videos gesehen, das ist ja natürlich alles okay. Sondern ich habe mir Gedanken gemacht, dass ich einen Abend, vielleicht entweder am 11. am Abend oder am 12., das ist der Freitag, am Abend irgendwie irgendwas organisiere, irgendwie ein Abendessen oder vielleicht sogar im Hotel. Ich habe auch schon bei meinem Hotel angefragt, ob ich da irgendwie einen Meetingraum klein buchen kann oder so. Und ich habe irgendwie vielleicht vor, dass wir da irgendwie was trinken, essen und so und einfach den ganzen Abend wirklich da ausklinken, ein bisschen zusammen über das sprechen, was bei der Messe gesehen wurde und dass man mir dann wirklich persönlich direkt auch Fragen stellen kann, alles rund um die Selbstständigkeit, alles rund um den Einstieg in die Selbstständigkeit. Also wirklich, dass man das Ganze, versuche ich da auch wirklich, dass es da, weiß nicht, 5 bis 10 Leute, dass es nicht mehr werden. Also dass wir wirklich so eine kleine Gruppe sind, die ganz offen dann über alles reden kann, dass wir dann auch dort schon Kontakte knüpfen können, auch Erfahrungen austauschen können, also Leute, die schon selbstständig sind, natürlich auch. Das Ganze würde dann wahrscheinlich irgendwas kosten, also wenn wir jetzt was essen und trinken und so. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, was sowas kostet. Ich würde dann
auf jeden Fall separat ein Video machen. Ich weiß nicht, das würde dann XY kosten. Also ich will daran nichts verdienen, sondern einfach, dass wir dieses ganze Treffen, sagen wir mal so, zusammen finanzieren. Und wie gesagt, wer Lust hat, der kann dann dahin kommen. Wir können uns setzen den ganzen Abend, ja, einfach ein Bierchen trinken und schön über das ganze Unternehmertum und Transportbranche und alles ganz offen plaudern. Also wie gesagt, deswegen würde mich sehr freuen, dass ihr wirklich diese Umfrage auch ehrlich beantwortet. Also wer wirklich schon geplant hat, vielleicht schon sogar sein Hotel gebucht hat oder die Karten online, also ihr könnt die Karten auch online bestellen und es ist dann etwas günstiger. Und dass ihr einfach wirklich wisst, ja, ich werde da sein und ich habe auch wirklich Lust, dass wir uns treffen. Einfach bitte ehrlich anklicken, damit ich auch weiß, okay, so und so viele von meinen Abonnenten oder meinen Fans werden dort sein. Also ich hoffe, euch gefällt das Ganze genauso viel wie mir. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall, ich habe alles schon geplant. Ich hoffe, dass da irgendwie nichts dazwischen kommt. Das werde ich aber erst jetzt diese Woche genau 100% wissen. Also, dass ich auch nicht daran gehindert werde, dass ich da hinkommen kann. Aber wie gesagt, 99,9%, dass ich dort bin. Und ich würde wirklich gerne mit meinen Abonnenten oder mit denen, die wirklich diesen Schritt wagen wollen, würde ich mich gerne abends hinsetzen und dass wir ganz offen über das ganze Thema sprechen. Also Leutchen, das war's für dieses Video. Morgen kommt noch ein Video, ich weiß nicht, ich glaube das letzte von meinem Lebenslauf. Und diese Woche könnt ihr dann das Video erwarten, wo ich mehr Info über die Messe und das ganze Treffen gebe, soweit es eins geben sollte. Und wie gesagt, ich freue mich schon riesig drauf. Also, bis bald. Ciao.